Ihr seht, ich stehe unter einer Überdachung. Diese Überdachung ist... Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlogmas-Video. Heute ist der 4. oder der 5.? Ich glaube, es ist der 4. Der heutige Tag ist leider vom Vloggen her ausgefallen. Also, er ist nicht ausgefallen, ich vlogge ja, aber er ist nicht online, der heutige Tag. Also, ich mache jetzt einen Tag erstmal kurz Pause. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass es sonst ein bisschen zu viel Stress wird. Ich habe euch ja schon von vornherein gesagt, dass ich euch nicht versprechen kann, dass jeden Tag ein Video online kommt. Und da ich momentan ein Video für meinen Hauptkanal plane, hat das natürlich auch mal Vorrang. Und dementsprechend wollte ich mich jetzt mehr darauf konzentrieren. Ich bin ja dann mittags nach Hause gekommen und habe da ein paar Mails beantwortet. Habe Videos so ein bisschen geplant, habe zum Mittagessen wieder kurz einkaufen. Und dann habe ich eigentlich angefangen zu drehen. Und irgendwie kostet mich das so viel mehr Zeit. Beziehungsweise ich habe es erwartet, sagen wir es so, ich habe mir erwartet, dass es sehr viel mehr Zeit kosten wird, nur ich habe nicht damit gerechnet, dass die Sonne so schnell weg ist. Ich dachte, ich hätte noch zu einer guten Zeit angefangen, dementsprechend plane ich eben gerade alle Outfits vor, denn das Ganze wird 100 Outfits in 10 Minuten. Ihr müsst mir überlegen, 100 Outfits, das heißt, dass jedes Outfit nur 6 Sekunden zu sehen ist und 100 Outfits erstmal aus seinem eigenen Kleiderschrank zusammen zu kombinieren, ist tatsächlich gar nicht so leicht. Ich denke, ich komme auf 100 Stück, ich hoffe es sehr. Ich fange jetzt nämlich erstmal an und dann werde ich halt ein bisschen bunt kombinieren und es ist auch immer eine coole Challenge für mich selbst, um für mich selbst dann halt auch zu entdecken, hey Sophia, du hast so viele Klamotten, die du auf so viele verschiedene Arten und Weisen kombinieren kannst. Brauchst du eigentlich wirklich noch was Neues oder hast du da halt schon einfach genug? Und dadurch, dass ich halt neue Outfits kombiniere, lerne ich ja auch für mich selbst dazu, hey, daran hast du noch gar nicht gedacht, das sieht doch so auch ganz cool aus. Ich muss jetzt auf jeden Fall das künstliche Licht einmal aufstellen und muss es jetzt irgendwie so hinkriegen, dass es halt so natürlich wie möglich wirkt, damit es dem Tageslicht relativ ähnlich kommt, damit es nicht so einen mega Bruch gibt in dem Video. Das sind die nächsten Outfits, also das sind die Outfits von 10 bis 20. Ich hänge immer 10 Outfits an die Stange, plane dann die nächsten 10 und habe jetzt sozusagen 10 abgedreht und habe jetzt hier schon mal 10 und habe in meinem Schlafzimmer schon mal 6 weitere, aber da ich ein paar Sachen von drüben verwenden werde, habe ich hier erstmal das nur so grob gemacht, wie ihr seht. Meine T-Shirts sind herrlich gebügelt, aber dafür habe ich jetzt leider keine Zeit. Wäre schön, wenn ich jemand hätte, der das bügelt. Hier liegt der ganze Rest von den ersten 10 Outfits rum, aber da ich halt die ganze Zeit jetzt hin und her schieben werde, räume ich das erstmal noch nicht aus. Auf, Ausrede. Ich bin am Ende. Ich bin eben gerade richtig schlecht. Kann einfach bitte sei leise. Bitte. Ich bin gerade echt übelst angepisst und auch ich bin mal angepisst und ich ärgere mich eben gerade so sehr. So sehr, dass ich weiß nicht, wie ihr bei solchen Situationen reagiert, aber ich ärgere mich über mich selbst. Ich mein ganzes Essen, was ich eben gerade vorbereitet habe, seit einer halben Stunde, ist jetzt hinüber. Und es geht mir auf den Senkel, weil ich hier schon seit 7 Stunden drehe und nichts Richtiges gegessen habe und mich einfach auf dieses Essen gefreut habe. Und vor allen Dingen ist es halt auch einfach wieder sau viel Geld, was einfach am Boden ist. Und vor allen Dingen Lebensmittel. Fisch, was einfach hinüber ist, was ich nicht essen kann. Und ich habe mich die ganze Zeit drauf gefreut. Tut mir leid, vielleicht ist es eben gerade völlig überreagiert. Lasst es mich gerne wissen, aber mich nervt es, weil es eigene Dummheit ist, weil ich gemerkt habe, oh Sophia, du kannst es nicht so gut anfassen. Nimm es doch lieber mit 2, aber nein, weil es schnell gehen musste, weil ich schnell noch weiter drehen wollte, habe ich das ganz schnell gemacht und ich zeige euch jetzt, was passiert ist und mich ärgert es. Und ich bin eben gerade nicht sauer auf das, was passiert ist, sondern sauer auf mich selbst. Ich glaube, das ist eben gerade völlig überreagiert. Aber ich dachte, ich zeige euch sowas mal, weil auch mir passiert sowas mal. Und ich denke, das ist normal und menschlich. Vielleicht ist es nicht normal, aber lasst es mich wissen, falls es nicht normal ist. Folgendes ist passiert, ich hatte eine Auflaufform, da war Lachs drin. Mein Essen für heute und für morgen, was ich vorbereitet habe extra. Und ja, mit der Auflaufform runtergefallen und ich kann es halt einfach nicht essen, weil ich nicht weiß, woran jetzt Scherben sind. Das ist halt einfach das größte Problem daran, sonst würde ich es ja noch essen. Tut mir leid, dass ich jetzt so überreagiere. Ich meine, ich könnte es auch gelassen sehen, positiv und alles ist gut, aber es ist eben gerade nicht positiv. Ich weiß, es gibt schlimmere Probleme und ich weiß, in 5 Minuten denke ich mir wahrscheinlich, Sophia, warum bist du so ausgerastet? Aber ich bin so ausgerastet, das ist die Wahrheit und es nervt mich, weil es meine eigene Schuld ist. Nur deswegen, bei jemand anderen würde ich sagen, ach komm, ist nicht so schlimm.
random, passiert mal. Ohne Scheiß, bei jemand anderem hätte ich so viel Verständnis und würde einfach sagen, komm, uns fällt was anderes ein, ist blöd gelaufen, aber wir kriegen es hin. Aber bei mir selbst hört's auf, bei mir selbst habe ich null Verständnis. Ich habe mich jetzt ein bisschen beruhigt und habe schon ein paar Stündchen mehr gearbeitet. Habe letztendlich nur Reis gegessen. Ich drehe nun immer noch weiter, habe hier Riesenstapel Klamotten. Da habe ich einen Riesenstapel Klamotten. Ich kriege schon die Krise, wenn ich sehe, dass ich das natürlich alles auch aufräumen muss. Die Kleiderstange ist momentan leer, denn ich bin momentan mit dem 54. Outfit durch. Und jetzt werden die nächsten 10 Outfits geplant. Dann habe ich nämlich den zweiten Song durchgetanzt und dann fehlen noch ganze 36 Outfits, bis wir die 100 Outfits haben. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, diese Videoidee umzusetzen. I don't know. Aber jetzt, wo ich schon so weit bin, will ich es auch fertig kriegen. Ist irgendwie so der Ehrgeiz. Aber ich weiß nicht, ob ich das heute Abend fertig gedreht bekomme. Es ist nämlich schon 20 vor 11 und ich brauche für 10 Kleidungsstücke 40 beziehungsweise zwischen 40 bis 60 Minuten. Und jedes Mal wird die Auswahl von Outfits dauert länger, da ich natürlich weniger Sachen zur Auswahl habe und ich auch so ein bisschen vergesse, was für Outfits ich schon hatte. Ich hoffe, es doppelt sich nichts in dem Video. Ich bin gespannt. Geht es mir von einer Skala von 1 bis 10? 10! Super gut! Bin ein bisschen müde. Ich muss pinkeln. Ich habe zu Mittag gegessen. Ich drehe das Video immer noch. Es ist der neue Tag. Es ist nicht noch der gleiche Tag. Und mir fehlen jetzt noch genau 12 Outfits. Das heißt, ich habe jetzt 88 Outfits durch. Und jetzt wird es anstrengend, weil jetzt weiß ich, ich bin kurz vor Schluss und die letzten zwei Durchgänge waren schon sehr schwierig, Sachen rauszusuchen. Jetzt wird es richtig schwierig, Dinge rauszusuchen und zu kombinieren. Vor allen Dingen will ich ja auch nichts doppelt haben. Aber wir werden jetzt nochmal ein letztes Mal unser Bestes geben. Und dann muss ich unbedingt raus, denn ich muss ein ganz, ganz wichtiges Bild schießen heute. Oh mein Gott, schaut euch das an. Wie krass das mit dem Nebel aussieht. Heftig, oder? Ich werde mich jetzt mal schnell beeilen, das Foto hier zu schießen für den Kunden. Und wow, da ist tatsächlich was mitten auf dem Wasser, oder sehe ich falsch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall total interessante Umgebung, muss ich sagen. Ich kenne das ja auch ohne Nebel, aber mit dem Nebel wirkt es richtig mystisch. Am Anfang dachte ich, oh, was ein Mist, heute ist der Nebel. Ist eigentlich total blöd fürs Foto, aber irgendwie denke ich mir, ist eigentlich total geil, weil das macht das Foto noch spezieller. Ich werde jetzt mal gucken, wie schnell ich mit dem ersten Bild durchkomme. Wenn ich zeitlich noch gut bin, weil die Sonne geht nämlich in einer Stunde unter, dann stelle ich euch noch schnell auf und dann seht ihr, wie ich das zweite Foto mache, sozusagen von mir. Zum Glück nehme ich den Ton hier nicht mit. Also Videodrehen ist hier mit Ton nicht so praktisch, weil man hört die Autobahn und den Flughafen. Ich konnte euch jetzt leider nicht mehr aufstellen. Ich habe die Sachen bereits angezogen und habe alles gemacht. Ich spüre meine Finger nicht mehr. Ich hätte mir vielleicht noch Handschuhe mitnehmen sollen. Hätte ich aber das Foto nicht machen können. Ich finde, es ist schon so ein bisschen ein Zwiespalt jetzt mir, aber weil eigentlich ist es tatsächlich noch praktischer, dass man einen Assistenten hat oder einen Fotografen, irgendjemand, der halt fotografiert, gerade in der Kälte, weil wenn man alles selbst macht, man friert sich echt den Popes ab. Ich bin froh, dass ich es jetzt hinbekommen habe und ich hoffe, es ist was Gutes rausgekommen, beziehungsweise ich mag das Ergebnis. Bis jetzt unbearbeitet, mal sehen. Aber mal gucken, ob der Kunde das halt auch mag, ne? Weil ab und zu ist es auch so, dass man sich total missversteht und der Kunde eigentlich was komplett anderes wollte. Das ist immer so ein bisschen eine Feingefühlsache, vor allen Dingen, wenn man die Marke zum allerersten Mal bewirbt. Ich bin gespannt. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine sehr coole Marke und die haben eine sehr coole Aktion. Das ist eine Schweizer Marke und ich bin sehr happy, mit denen zusammenarbeiten zu können. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall werde ich jetzt da oben mal meine Kamera zusammenbauen. Wo steht sie denn? Ah, da steht sie. Da steht sie, da werde ich sie zusammenbauen und alles einpacken und mich im Auto aufwärmen, nach Hause fahren, das Foto bearbeiten, die Story abdrehen, noch ein Video drehen. Heute ist ein sehr voller Tag. Hallo und ein Update aus der Baustelle, endlich aus dem Haus. Wie ihr seht, ich stehe unter einer Überdachung. Diese Überdachung ist unser Garagendach, unser Carport, ne? Carport. Garagendach, alles ist eben gerade drauf. Deswegen werde ich euch jetzt einfach mal direkt umdrehen, damit ihr ein bisschen mehr davon seht, oder? Und weniger von mir. Aber ich brauche noch ein gutes Thumbnail-Bild. Unser kleines Highlight noch. Highlight? Ihr Auto abstellen, dann im Trockenen rüberlaufen, weil da ist ja auch alles überdacht. Genau, das zeigen wir euch jetzt aber nochmal. Wir haben die Garagenüberdachung, das heißt, unsere Garagendach ist fertig. Das, was geplant war, mit dem Carport, in Kombination mit der ganzen Garage, also es sind wirklich 15 Meter Balken, hast du gesagt, ne? Von vorne bis nach hinten durchgehen. Das ist ein ganz schönes Stück. Der Stahlträger, der hier oben ist, der musste nochmal
extra reingeschnitten werden. Und wir haben das so geplant, dass wir von der Garage, wenn wir unser Auto hier unten drunter abstellen, sozusagen außenrum ins Trockene, ins Haus können, ohne dass wir jedes Mal das Garagentor aufmachen müssen. Oder Weg Nummer 2? Weg Nummer 2 ist natürlich durch die Garage einmal durch. Aber erstmal, wir haben ja gesagt, das sind die Deckenhöhe, ne? Bis zu den Balken, oder? Bis zum Balken. Da machen wir noch eine Rigipsplatte drunter in der Zukunft und Dämmung drauf. Einmal selbst, oder? Ja. Einmal wir selbst. Okay. Genau. Und Dämmung drunter, dann ist hier ein bisschen wärmer, aber das ist ein Kaltraum. Also genau, hier Kaltraum. Ist nicht beheizt, keine Heizung drinnen, nichts. Jetzt wird drinnen auch noch gesägt. Scheiße. Okay, wir gehen aber trotzdem mal rein. Oh, es wird gemischt. Okay, wir warten mal kurz. Wir gehen rein, wir werden jetzt einfach mal. Ah, jetzt ist es leise. Schön. Geil. Okay, Musik, geh mal. Und ist es warm hier drin? Warm? Angenehm, ist gut. Wird geheizt, hast du gesagt, oder? Zum Babyheizen. Das hier ist unsere kaputte Scheibe. Können wir mit der irgendwas anfangen? Ich glaube nicht. Unsere Bodenheizung einmal. Die ist überall jetzt fertig, nur wir dürfen hier nicht so viel rumlaufen, weil jetzt eigentlich Estrich gelegt wird demnächst. Aber sieht gut aus, oder? Und nach Estrich können wir hier Laminat legen, haben wir vor. Im Bad fließen klar, dann kommt die Tür rein und dann sieht das, finde ich, ziemlich wohnlich aus. Klingt für mich noch irgendwie sauweit, aber gut. Ich bin wieder zu Hause. Ich bin etwas früher von der Baustelle gegangen, damit ich den Vlog hier für heute noch rechtzeitig schneiden kann. Ich hoffe sehr, dass euch der Einblick ins Haus gefallen hat. Und leider war ja die Musik da und so weiter. Es war ein bisschen lauter, deswegen war es ein bisschen schwer, euch genauere Sachen zu zeigen. Jetzt, wo ihr aber so ein bisschen einen Überblick habt, was wieder so passiert ist in den letzten Wochen, während wir weg waren, könnt ihr mal sehr gerne unten hinschreiben, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Dann versuchen wir das in den nächsten Vlogs zu klären. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Vlog. Ich hoffe, euch hat der Einblick gefallen. Vielen lieben Dank für all eure lieben, lieben Kommentare unter den letzten Videos. Es ist wirklich so, so aufbauend zu hören und es ist wirklich sehr, sehr schön zu lesen. Danke euch. Ich verlinke euch hier den letzten Vlog, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ihr unten könnt den Kanal sehr gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Vlog und bis bald. Tschüss.